Ja, hier. Also, willkommen nochmal an alle, die auch zwischendurch noch dazu gestoßen sind, zu unserer Abschlussdiskussion heute zur Einführung ins Grundeinkommen. Wir hatten zwei Arbeitsgruppen mit Klaus Schäfer und Hans-Jürgen Alt. Die Einführung hatte Ronald Laschke gegeben. Und wir wollen jetzt das sozusagen alles nochmal zusammentragen. Wie gesagt, das Wichtige ist nicht der Schaukampf, sondern sozusagen die Auseinandersetzung. Wir legen Wert darauf, dass die Pro- und Kontrafragen auf den Tisch kommen. Ich will mal gerne mit einem Aufschlag anfangen, dass die beiden jeweils... Entschuldigung? Die Kamera. Achso, hier steht eine Kamera, die vorübt das Podium, dass die Grundeinkommensveranstaltungen, einige von denen, die es in Bremen bisher gab, werden zum Beispiel von Attac für alle ins Internet auf ihre Seite gestellt. Es wird nicht das Publikum gefilmt, aber wenn einem oder einer das zuwidergeht, dass hier gefilmt wird, dann kann man das sagen, dann muss das beendet werden. Wir nehmen sozusagen nur die Leute auf, die hier vorne sitzen. Wenn es keinen Widerspruch gibt, würden wir das genauso lassen, wie es ist. Danke. Genau, also ich würde gerne mit einer Runde anfangen für den Austausch hier zum Abschluss. Wir haben gut eine Stunde Zeit, wo die beiden Kollegen Hans-Jürgen Alt und Klaus Schäfer von ihren Arbeitsgruppen das berichten, was für sie das Wichtige war. Oder sagen wir mal, herausgebenswerte Impulse. Das war ja so ein bisschen pro BGE-Position aus gewerkschaftlicher Sicht, kontra BGE-Position, BGE, bedingungsloses Grundeinkommen. Das sozusagen mal zwei, drei Statements zu unterfüttern. Und Ronald darf das gerne ergänzen, der war auch in der Arbeitsgruppe. Der hatte ja das Eingangsreferat, deswegen hatten wir noch eine extra. Ich würde sagen, er fängt jetzt an. Genau, diesmal fängt der Hans-Jürgen an, bitte. Ja, wir haben uns erst gegenseitig die Welt erklärt und sind uns nicht ganz einig gewesen. Wir haben versucht auszugehen von einem Arbeitsbegriff, an dem wir uns relativ intensiv abgearbeitet haben. Ich versuche mal zusammenzufassen, was am Ende fürchte ich dann nur meine Position ist, aber versuche ein bisschen was von dem aufzunehmen, was aus den Diskussionsbeiträgen gekommen ist. Wenn man eine Differenzierung versucht, ist klar, es gibt bezahlte Erwerbsarbeit, also Erwerbsarbeit, selbstständig oder abhängig bezahlte Arbeit, als dominierendes Modell in der real existierenden modernen Gesellschaft. Es ist uns klar, dass es daneben Formen von Arbeit gibt, die wir sofort und jederzeit als Arbeit identifizieren, die aber nicht bezahlt sind. Soweit so klar. Die Schwierigkeit beginnt jetzt dort, wo die moderne Gesellschaft eigentlich kaum noch zu unterscheiden in der Lage ist zwischen Tätigkeit und Arbeit. Wo wir so tun, als ob alles, was keine Arbeit sei, Untätigkeit sei. Wer nicht arbeitet, ist faul. Erwerbsarbeiter, stimmt. Nee, jetzt meine ich Erwerbsarbeit und also bezahlte und unbezahlte Arbeit. Tätigkeit und Arbeit ist ein Unterschied für Sie? Oder? Weil das, ich verstehe es nicht, was Sie... Es freut mich, dass Sie das nicht verstehen. Ich meine das jetzt nicht böse. Weil das genau der Punkt ist, dass wir in dieser Arbeitsgesellschaft nicht mehr, ich karikiere ein bisschen, aber in der Tendenz nicht mehr in der Lage sind zu unterscheiden zwischen Tätigkeiten, die Arbeit sind, und anderen Tätigkeiten. Weil alles, was für uns nicht Arbeit ist, Untätigkeit ist. Also wir haben keinen Begriff von Muße. Wir haben keine Vorstellung mehr davon, dass man wunderbare Dinge tun kann, die nicht Arbeit sind. Ihr Erstaunen ist ungebrochen, vielleicht können Sie mal noch was dazu sagen. Ja, natürlich haben wir einen Begriff von Muße. Ich weiß auch, dass wenn ich auf dem Sofa liege, eine CD höre, dass es Muße ist. Das weiß ich gar nicht. Nee, das ist Faulheit. Das ist Faulheit.
Der Nachbar sagt, das ist Faulheit. Nur League ist Faulheit, aber League und Lesen, das ist gut. Auch das ist falsch. Wenn die User also in der Hängematte liegen und über eine neue Welt nachdenken oder kontemplativ die Sterne beschauen, ist es ja Ruhemuse. Und das ist sogar übrigens eine der höchsten Museformen, sozusagen der Heilbegriff der Rolle. Ja, wer Schülerinnen und Schüler und Schule kennt, steckt da drin. Also ist natürlich nicht Faulheit. Wenn man die Sterne beguckt und demütig wird, weil man so klein ist, dann ist es natürlich auch Muße. Genau. Wenn man aber nur in den Himmel guckt, wie gesagt, es kommt doch an. Dann ist das Muße, weil das Kontemplation ist Selbstbildung. Wie Kant sagte, mit Erstaunen sehe ich das gestürmte Himmel, den gestürmten Himmel von mir. Dieser Satz hat ihn inspiriert für eine neue Philosophie. Das ist Muße. Ja, ja, das eben, bei Kant stimme ich sofort dazu. Aber okay. Beim Sofa allein nicht. Jetzt vielleicht nochmal die Gedanken von ich werde jetzt weitermachen. Also wir haben versucht, uns an diesem Arbeitsbegriff ein Stück weit abzuarbeiten, um vor diesem Hintergrund uns dann garantiertes Grundeinkommen, moderne Gesellschaft, Erwerbsarbeit, Geld, vor diesem Hintergrund uns zu fragen, was ist eigentlich das Schicksal der Arbeit in der modernen Gesellschaft, heißt für mich immer grob ab 1789. Und haben zwei Punkte festgehalten. Erstens, Arbeit wird der Wirtschaftlichkeit unterworfen, in ganz hohem Maße. Wir haben Schwierigkeiten, uns vorzustellen, dass es Arbeit jenseits von Wirtschaft gibt, selbst wenn wir Lehrer sind, wo wir sehr genau wissen, dass es pädagogische, künstlerische, wissenschaftliche, sonst was Arbeit gibt. Arbeit der Wirtschaftlichkeit zu unterwerfen, heißt Arbeit als Kostenfaktor, als zu rationalisierende Tätigkeit, als möglichst billig zu leistende Tätigkeit zu erbringen. Die ökonomische Herrschaft über Arbeit ist die eine Seite. Die andere Seite, die die Moderne auszeichnet, ist die Befreiung der Arbeit in dem Sinne, dass die individuelle, und ich betone individuelle soziale Existenz, von Arbeit abhängig gemacht wird, Klammer auf, weil sie von Geld abhängig ist, weil wir Zahlungsfähigkeit brauchen. Und an Geld kommen wir als Normalsterbliche, die wir ohne größere Erbschaft durchkommen müssen, über Arbeit. Und diesen Konflikt haben wir versucht durchzuarbeiten, mit Hinweis auf den Sozialstaat, der eine Antwort darauf ist, aber eine Antwort, die dem Arbeitsmodell verhaftet bleibt. Und haben zu zeigen versucht, dass es eine erstaunliche Verrücktheit ist, die wir uns leisten, so zu tun, als lasse sich in diesen gesellschaftlichen Arbeitsverhältnissen, wo wir auf den Schultern von Generationen stehen und wo neben uns Millionen anderer auch arbeiten und wo alles von den Schuhen, die wir tragen, bis zur Frisur, die wir haben, die Arbeit anderer Leute ist, dass wir uns einbilden, in diesem Meer den Tropfen identifizieren zu können, der unsere Leistung ist und an dem sich die Bezahlung dieser Leistung orientiert. Weil es diesen Widerspruch zwischen der wirtschaftlichen Dominanz über Arbeit und damit der Entwertung von Arbeit, Arbeitslosigkeit und so weiter, einerseits gibt, und die Abhängigkeit der individuellen sozialen Existenz von Arbeit. Und weil es diesen gesellschaftlichen Grundcharakter von Arbeit gibt, aus dem einzelne Leistungen rauszulösen, pure Einbildung ist, ist ein garantiertes Grundeinkommen eine sinnvolle Arbeit aus diesen Widersprüchen, Konflikten, falschen Beschreibungen. Das war die Konsequenz, die wir dich in oktroyiert haben. Danke, Herr Zürgenheit. Frau Schäfer, bitte. Also, im Grunde haben wir auch über den Arbeitsbegriff gesprochen, wenn auch nur indirekt.
Wir haben die unbezahlte Arbeit dabei weitgehend weggelassen und uns auf die bezahlte Arbeit konzentriert, weil die bezahlte Arbeit einerseits die Quelle der Selbstverwirklichung der Leute ist, aber auch die Quelle der meisten Leute ist, natürlich nicht alle, aber auch diejenigen, die sich im Moment nicht selbstverwirklicht fühlen, wünschen sich natürlich eine Arbeit, mit der sie das könnten, weil eben neben der Selbstverwirklichung die Existenzsicherung auch von der Arbeit abhängt. Und zwar nicht nur die individuelle, die haushaltsbezogene, sondern auch die gesellschaftliche. Ja? Etwas, was produziert werden wird, wird ja nicht nur produziert um des Prozesses willen, sondern vor allen Dingen, weil es verkauft werden soll und verkauft werden kann, um damit Einkommen, individuelles wie Volkseinkommen zu erzielen. Also Arbeit ist sozusagen die Quelle von Einkommen, wie von Verwirklichung, aber auch die Quelle von Last. Ja, Arbeit ist nicht nur eine Lust, sondern auch eine Last. Und deswegen will man sich entweder ganz oder überwiegend mit dem bedingungslosen Grundeinkommen davon befreien und erledigen, also Einkommen ohne Arbeit haben. Das ist ja die Definition des bedingungslosen Grundeinkommens. Ein existenzsicherndes Einkommen ohne Arbeit. Oder man will, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen für nicht finanzierbar hält, angesichts der Begrenztheit der Finanzquellen, zumindest auf anderem Wege gelegentlich Entlastung von dieser Lust- und Lastquelle Arbeit erfahren durch eine bedingungslose Grundzeit. Das heißt, die Möglichkeiten, zumindest vorübergehend weniger zu arbeiten oder sabbatical-mäßig begrenzt auszusteigen, bis man dann wieder Lust oder Antrieb oder Zwang erfindet, familiär oder wie auch immer, in den Arbeitsprozess zurückzukehren. Das war im Grunde, wenn ich es recht bedenke, der Kreis der Debatten, um den sich auch unser Workshop gedreht hat. Insofern ist der Arbeitsbegriff und die Vorstellung einer Arbeitsgesellschaft, die der Arbeit nicht entfliehen kann, aber auf die Arbeit angewiesen ist, sogar Arbeit liebt, will nicht so weit gehen wie im kalvinistischen Sinne, ja, ist eine ganz, hat einen ganz zentralen Stellenwert, natürlich nicht nur beim bedingungslosen Grundeinkommen, sondern bei allen oder bei vielen gesellschaftspolitischen Debatten, dass wir darüber zu wenig reflektieren, ist zugegeben, wenn das bedingungslose Grundeinkommen dazu führt, dass darüber mehr geredet wird. Einverstanden. Ob wir dann wirklich eine Mehrheit in der Gesellschaft finden, der schweizerischen wie in der deutschen oder generell, den einen oder anderen Weg zu beschreiten, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, die Mehrheit schon zu kennen, aber es ist meine subjektive Einschätzung. Also ich glaube nicht, dass sich das bedingungslose Grundeinkommen durchsetzt, nachdem es sich ja auch bisher weder in den Gewerkschaften noch in den Parteien durchgesetzt hat. Es bleibt eine schöne, eine gute, eine inspirierende Idee, die leider nicht nur nicht finanzierbar ist, sondern auch ihre Tücken hat. Aber wie gesagt, das ist eine erfrischende Debatte und wer mag, kann sich daran gerne weiter beteiligen. Ja, danke, Klaus Schäfer. Bevor ich da nochmal nachfrage, wollte Hans-Jürgen Alt direkt da antworten. Also wenn jemand anders müsste. Da hinten war auch schon Wortmeldung durch Kopfschütteln, aber wie wäre es jetzt zuerst? Also mein Interesse wäre, ein paar von den Aussagen, Begrifflichkeiten, die Klaus benutzt hat, nochmal versuchen aufzuschlüsseln, um das Schicksal der Arbeit in der Moderne
einfach besser zu verstehen. Welche Schlussfolgerungen dann man daraus zieht, darüber kann man dann streiten. Also wenn Klaus zum Beispiel sagt, man kann der Arbeit nicht entfliehen. Natürlich ist Arbeit das Reich der Notwendigkeit und wenn wir konsumieren wollen, wenn wir Gebrauchsgüter zur Verfügung haben wollen, dann müssen wir vorher was tun. Die Pointe in der Moderne ist, dass die Wirtschaftlichkeit der Arbeit, Klammer auf, reine Wirtschaftlichkeit heißt Kapital, Kapitalismus, Klammer zu, dass es der Kapitalismus ist, der die Arbeit unendlich macht. Es geht nämlich nicht um das Ergebnis der Arbeit. Es geht nicht darum, dass ein paar Socken hergestellt werden. Die sind nur das Mittel, um aus viel Geld mehr Geld zu machen. Und dieser Prozess hört nicht auf. Es ist der Sinn des Kapitals, immer aus viel Geld mehr Geld, noch mehr Geld zu machen. Und deshalb müssen wir unendlich arbeiten. Es macht überhaupt keinen Sinn unter Gebrauchswertperspektiven, diese Unendlichkeit von Arbeit. Denn wenn man genug hat, hat man genug. Aber unter Perspektiven der Ökonomisierung hat Arbeit keine Grenze. Also dann muss ich doch hier... Ich hätte gern zwei Punkte noch, dann darf ich... Okay. Arbeit ist die Quelle der Selbstverwirklichung. Diese Heroisierung und Moralisierung von Arbeit, die nicht nur die bürgerliche Gesellschaft, sondern die gerade auch die real nicht mehr existierende sozialistische Gesellschaft auszeichnet, die verkennt einfach, dass Arbeit zunächst mal schlicht und einfach eine nutzbringende Tätigkeit ist. Inwieweit man sich dabei selbst verwirklichen kann, wenn das klappt, ist das ganz wunderbar. Aber verdammt nochmal, wenn ich mich selber verwirklichen will, dann arbeite ich zum Beispiel nicht, sondern mache einfach Tätigkeiten, die mir Spaß machen. Wieso soll ich ständig in diese Arbeit hineingezwungen werden, wenn ich tausend andere Sachen machen kann, in denen ich mich wunderbar selbst verwirklichen kann und in denen ich möglicherweise sogar auch noch was Nützliches nebenher tue. Aber erstmal kann und muss es sich eine reiche Gesellschaft leisten, dass ich auch nicht arbeiten kann. Diese Heroisierung von Arbeit ist eine Dienstleistung für das Kapital. Es gibt nicht nur individuelle Arbeit, es gibt nicht nur die individuelle Arbeit, sondern auch die gesellschaftliche Arbeit. Es gibt erstmal überhaupt nur die gesellschaftliche Arbeit. Arbeit ist ein gesellschaftlicher Vorgang, denn es ist eine Tätigkeit für andere, für die ich, wenn ich Glück habe, bezahlt werde. Es geht immer darum, dass ich einen Zweck realisiere, der einem anderen dient. Es gibt auch Eigenarbeit, zugegeben, ist aber eher unbedeutend. Arbeit ist ein gesellschaftlicher Prozess, genauso wie Kommunikation auch. Ich kann so lange schwätzen, wie ich will, wenn niemand da ist, der zuhört und der das irgendwie versteht, hat Kommunikation nicht stattgefunden. Und Arbeit hat nicht stattgefunden, wenn ich nur etwas tue und es keiner braucht. Also Arbeit ist erstmal ein gesellschaftlicher Prozess. Und was wir jetzt in der Moderne haben, ist die Individualisierung dieses gesellschaftlichen Prozesses, diese Zurechnung meiner gesellschaftlichen Tätigkeit auf eine individuelle Leistung. Und für diese Leistung werde ich bezahlt und das sichert meine Zahlungsfähigkeit und damit wird Arbeit zu diesem Zwangsgehäuse. Also erstmal ist die Gesellschaftlichkeit und deshalb ist es ein gutes Recht, dass diese Gesellschaft darüber entscheiden kann, dass ihre Individuen erstmal einen Grundsockel von sozialer Sicherheit haben, jenseits der individuellen Arbeitsleistung, weil es nämlich im Kern eine gesellschaftliche Arbeit ist. Danke. Frau Schäfer wollte nochmal kommentieren. Ja, ist das irgendwie zu düster, das Bild, und vielleicht auch zu wenig historisch. Natürlich gibt es Zwang bei der Arbeit, nicht nur Lust. Der Zwang besteht darin, beispielsweise
wenn ich auf den Arbeitsmarkt eintrete, nachdem ich meine Ausbildung beendet habe, irgendeine Arbeit suchen zu müssen, die mich und meine Familie ernährt. Das ist ein Zwang. Ja. Aber historisch gesehen war der Zwang früher größer, wenn ich ein leibeigener Bauer war. Ja. Oder wenn ich ein minderjähriges Kind war, was bis ins 19. Jahrhundert Kinderarbeit verrichten musste, weil der Lohn meines Vaters oder meiner Mutter gar nicht ausgereicht hat, um die Familie zu ernähren, noch nicht mal das Überleben zu sichern. Das heißt, wir haben uns historisch von einigen Zwängen der Arbeit schon befreit. Kinderarbeit gibt es nicht mehr. Erwerbsarbeit ist, nein, bei uns, ich rede nicht von der dritten Welt. Ja, bitteschön, das war die Kirche im Dorf. Kinderarbeit bei uns gibt es vielleicht noch in Familienbetrieben, wo die Kinder mehr oder weniger freiwillig mitarbeiten. Darüber brauchen wir jetzt nicht streiten. Ja, in der Landwirtschaft oder in Gastronomiebetrieben, ja, oder in selbstgeführten Hotels, keine Frage. Es gibt keine Dörfer mehr. Also, wir haben auch die Erwerbsarbeit von Erwachsenen eingehegt gegen kapitalistische Interessen durch Gewerkschaftsbewegungen, durch staatliche Gesetze, die beispielsweise verhindern, dass über 50 oder über 60 Stunden in der Woche gearbeitet wird, was ich immer noch für viel zu viel halte. Und was zeigt, dass es nach wie vor den Bedarf gibt, diesen Zwang weiter zu reduzieren. Keine Frage. Das ist ja die spannende Frage. Wie kann man, obwohl ich als Einzelner, wie als Gesellschaft auf Arbeit, auf Einkommenserzielung angewiesen bin, wie kann ich gleichzeitig den Zwang reduzieren? Und dazu liegen eben diverse Vorschläge vor, wie das bedingungslose Grundeinkommen, wie die bedingungslose Grundzeit, wie andere Vorschläge. Das ist doch genau das Spannende, zu erforschen, darüber zu diskutieren und dann schließlich auszuwählen, welcher Weg ist in möglichst kurzer Zeit am erfolgversprechendsten. Ja? Und da würde ich nicht gerne in der Zeit der nächsten 100 Jahre oder der nächsten 500 Jahre schauen, darüber kann man gerne spekulieren, das halte ich aber für müßig, sondern wenn ich Politik machen will, wenn ich was verändern will, dann muss ich auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte schauen. Und dann muss ich auch eine gewisse Demut vor Machbarkeiten, politischen Widerständen, gesellschaftlichen Widerständen, Stichwort Faulenzer, ja, also Leute, die nicht arbeiten, die sich bewusst gegen Arbeit entscheiden, aus der Sicht derjenigen, die arbeiten und die nicht nur arbeiten, sondern mit ihrem Arbeitseinkommen die Existenz der vermeintlichen Faulenzer mitfinanzieren, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Ja, sonst kann ich doch gar keine Mehrheiten für Veränderungen schaffen. Danke. Also ich habe beide über Arbeit im Spannungsfeld Zwang und Freiheit geredet, von unterschiedlichen Punkten aus betrachtet. Ja, könnte man das sagen. Wir sind dann irgendwann an dem Punkt der politischen Strategie. Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Die GEW hat beschlossen, sie unterstützt das Konzept Kindergrundsicherung. Würde ich gerne in der Debatte nochmal aufgreifen, weil das ist ja die Frage, ist das dann die richtige Strategie? Weil da habt ihr beiden ja zum Beispiel wenig Dissens, wenn ich das richtig sehe, bei diesem konkreten Konzept. Aber was ist dann die Strategie dahinter, wenn man aus unterschiedlicher Richtung das Konzept richtig findet, aber unterschiedliche Einschätzungen zur Richtung GEW hat? Ronald? Wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen, glaube ich. Wir kennen den Spruch. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Der Punkt ist doch einfach. Politik kann ich machen, realpolitisch, praktisch, alltäglich, morgen im Gesetz, irgendwo im Bundestag, in den Forum gießen und dann ist es gut. Wenn wir diese Art von Politikverständnis noch haben, gehen wir natürlich an Politik vorbei. Stell dir mal vor, wer Ich habe das nicht gesagt. Du hast auf real praktische Umsetzbarkeit. Ich rede jetzt drüber hinaus. Was du genau. interpretierst, wenn wir nicht die Vision in einer Frauenbewegung gehabt hätten, dass Frauen selbstverständlich auch ein Wahlrecht haben sollen.
unabhängig davon, ob ich das morgen, übermorgen, in 2 Jahren umsetzen kann in ein Gesetz, Klaus, ist diese Idee, diese Vision des Frauenwahlrechts dennoch eine richtige. Also, das sind doch es gibt zusammen keinen Grund zu sagen, dass wenn man eine Idee hat, erstmal zu hinterfragen, wie praktisch schnell sie realpolitisch umzusetzen ist. Ich wünsche mir ganz schnell das Grundeinkommen, weil ich will es ganz schnell haben, weil ich es für richtig halte. Die andere Ebene ist der Umsetzung. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Da muss ich versuchen, wenn ich Politik treibe, Mehrheiten zu gewinnen durch Diskurse, durch politische Aktionen und natürlich auch durch realpraktische Projekte. Ein Projekt ist selber, was du benennst, ist diese bedingungslose Grundzeit, die dennoch in deinem Papier, im Gegensatz zur Auffassung vor uns im Workshop, eben mit einer bestimmten Lohnbezuschussung, also für Ausgleich als Lohnersatz gezahlt werden soll. Das ist ein spannendes Projekt, weil es eben zum Beispiel in Gewerkschaften schnell durchsetzbar wäre. Wenn es ein oberster Gewerkschafter genauso benennt, wie der hieß nicht mal Michael Sauer, egal wie man zu dem politisch steht, aber als Idee drin hat, dann frage ich mich doch, warum eine Gewerkschaft, eine große Gewerkschaft, nicht sagt, wir bauen dran. Und gleich noch dazu die Frage des Personalausgleiches. Was ist da die Verbindung zwischen Realpolitik und Vision? Die Vision ist bedingungsloses Grundeinkommen. Nehmen wir mal, wir hätten die. Und die Idee ist, sozusagen durch realpolitische Schritte Menschen dran zu gewöhnen, dass man nicht nur von Erwerbsarbeit die Existenz schon bekommt, also durch das enge Nadel oder Erwerbsarbeit durch muss, oder schlechtenfalls durch Hartz IV, sondern dass man, weil man Mensch ist, weil man in der Gesellschaft verstrickt ist, wie es Hans-Jürgen sagt, kommunikativ, tagtäglich arbeitet, um den Begriff Lebenswelt mal für Hartmaß aufzukommen, einfach existenziell anerkannt ist. Das heißt, Vision widerspricht doch gar nicht Realpolitik. Nur den Zusammenhang zu bestreiten und zu sagen, den gäbe es nicht, das hielt ich für falsch. Weil du dann in der Realpolitik stehen bleibst und keinen Schritt weiter gehst. Nächstes Thema, Kindergrundsicherung. Im Workshop meintest du, es hätte mit dem Grundeinkommen nichts zu tun. Stimmt, aber der Dissens auch heute diskutieren. Und der Dissens ist, dass du nicht recht hast, weil du sagst, Kindergrundsicherung nach Vorstellung der GEW wird dann mit einem bestimmten Spitzensteuersatz oder Grenzsteuersatz reduziert. Das ist die Idee, die ein Zweig der Bedingungslosen des Grundeinkommens ausmacht, weil es gibt die Vorstellung der negativen Einkommensteuer, die genau dasselbe macht. Das heißt also, de facto ist diese Kindergrundsicherung nichts weiter als ein Kindergrundeinkommen. Und zwar in Form einer negativen Einkommensteuer. Was wir übrigens jetzt schon haben, denn wir haben ja Kindergeld jetzt gesplittet, einmal ausgezahlt als Sozialdividende und nach einer bestimmten Einkommensgrenze und entsprechend steuerlichen Freibeträgen und so weiter, dann eine Gegenrechnung als Freibetrag. Das ist dasselbe Prinzip. Ich will doch nur eins verhindern, dass man kluge Ansätze, Visionen und Realpolitik miteinander zu verkoppeln, um in ein bestimmtes Ziel zu kommen, die wieder auseinanderreißt, nur weil man der Meinung ist, die Vision ist vollkommen falsch. Und da liegt mir eins im Sinn, nochmal deutlich zu machen. Wenn du vor uns gesagt hast, auch wenn das Grundeinkommen finanzierbar wäre, das ist es, da warte ich gerne auf deine wissenschaftliche Arbeit, dass es nicht sei, es gibt ja genügend Modelle, und du dann sagst, und trotzdem, wenn es finanzierbar wäre, ist es absurd, die Idee, dann ist es eine Form, die wir in der dialogischen Gesellschaft nicht haben sollen. Es gibt keine absurden Ideen. Gut. Vielleicht gibt Klaus mal die Gelegenheit, noch kurz darauf einzugehen, wo du dich interpretierst, missverstanden fühlst. Also, ich würde das aber auch gerne. Ich will das nur kurz machen. Nur kurz. Ja. Es gibt einen Widerspruch, wenn ich das zwischendurch bemerken kann. Du musst schon zugestehen, dass Leute die Vision nicht teilen. Und dann kannst du den Zusammenhang nicht mehr herstellen. Aber bitte, Klaus. Ich teile dann heißt es bei mir absurd. Das ist dann zum Beispiel. Aber ihr seid jetzt beide ein bisschen rhetorisch hochgekocht und vielleicht können wir das jetzt erstmal sachlich klären, was ist jetzt der Widerspruch? Ich habe auch nicht gesagt absurd. Ja. Ich habe vieles nicht gesagt von dem, was Roland gemeint hat, ich hätte es gesagt. Das ist aber ein anderes Thema. Ich möchte nur auf ein Argument eingehen, weil es konkretes war, nämlich die Kindergrundsicherung.
Die Kindergrundsicherung ist ein gutes Konzept aus meiner Sicht. Ja, die GEW hat sich dem schon angeschlossen, weil es ein gutes Konzept ist. Es ist aber eben kein bedingungsloses Kindergeld oder keine bedingungslose Grundsicherung, sondern es ist eine bedingte. Je mehr Einkommen die Eltern beziehen, umso geringer ist diese Kindergrundsicherung. Das ist eben nichts Bedingungsloses, sondern es ist etwas Bedingtes. Die Bedingung bezieht sich auf das Einkommen, um mehr Gerechtigkeit herzustellen, in Verbindung mit einer ausreichenden Höhe von 500 Euro pro Kind für die Eltern und Familien, die genau diesen Betrag für die sächliche Existenzsicherung und die Bildungssicherung der Kinder heute nötig haben, aber das durch die bestehenden Systeme nicht bekommen. Also man sollte keine Wortklauberei betreiben. Das hat mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, obwohl das Wort Grund auch vorkommt, überhaupt nichts zu tun. Deine verzweifelten Versuche, irgendwo Schritte in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen zu sehen, sind kurios. Ja? Das hat nichts damit zu tun. Ja? Also darauf will ich mich mal beschränken. Gut, aber ist das, wie du das die Kindergrundsicherung beschrieben hast, ist das Konsens? Gibt es hier jemanden von der GEW, der die vielleicht ich hab mal eine Frage was anmerken möchte? Ich bin nicht von der GEW, sondern ich frage mal nach diesem Verrechnungsprinzip des Jobcenters in Bedarfsgemeinschaften von diesem sogenannten Kindergeld, also dem bedingten Einkommen. Dort wird ja eine ganz harte Linie gefahren, was die Verrechnung angeht. Da gehen nicht 500 Euro in den Haushalt, sondern das, was im Hartz-IV-Satz für die Kinder von bestimmten Altersgruppen vorgesehen ist. Das sind nicht 500 Euro. So, das heißt, also da wäre dann das Bedingungslose dieses Einkommens schon eine Veränderung, die ich für wichtig finde. Weil die ganze Bedingtheit, die im Hartz-IV-Konzept liegt, äußert sich auch in dem sogenannten Regelsatz für Erwachsene. Es ist nämlich kein Geld, sondern ein Warenkauf, den die Bundesregierung irgendwoher beschließt. Ne? Frau von der Leyen meinte, also Alkohol und Tabak gehört da jetzt nicht mehr rein und deswegen wurde das rausgerechnet zum Beispiel. Es ist nicht bedingungslos. Was ich unter bedingungslosem Grundeinkommen in Anführungsstrichen verstehe, ist dann wirklich, dass das kein Warenkauf mehr ist, sondern dass ich einen Betrag kriege, mit dem ich wirtschaften kann. Zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe jetzt statt Unterkunftskosten plus Regelsatz, einen bestimmten Grundeinkommenssatz, dann passiert Folgendes. Dann kann ich sagen, ich gebe jetzt mehr Geld für meine Unterkunft aus und weniger für mein irgendwas anderes. Das kann ich alles jetzt nicht machen. Und insofern, das ist für mich der entscheidende Unterschied. Und insofern stimme ich dem bedingungslosen Grundeinkommen, egal wie es von irgendjemandem definiert wird, auch zu, auch bei den Kindern. Es ist wirklich heute alles so bedingt, dass es die Leute einschränkt, die kein Erwerbseinkommen haben, samt ihren Familien. Und das geht so nicht weiter. Okay. Wir machen die Frage, die ich eben gestellt hatte, vielleicht mag zwischendurch jemand von der GEW irgendwie zwei, drei Sätze zum Stand der Debatte sagen und mit welcher Intention diese Kindergrundsicherung beschlossen wurde. Ich habe dich auf der Liste. Bis zur nächsten Person. Okay. Also ich möchte wirklich um Gelassenheit bitten. Ich habe jetzt nochmal gelassen, die Frage, ich möchte wirklich wieder zu dem eigentlichen Hauptthema kommen, nicht zu den Sachen, die dann drunter angegangen sind. Bedingungsloses Grundeinkommen, wo und kommt. Da möchte ich wieder genau an das Thema kommen. Die Feinheit, das ist mir zu fein. Ich glaube, das ist auch nicht gewollt in dieser Diskussion. Nur Grobheiten nutzen auch nichts. Ja, aber schon mal alleine die Idee, okay? Schon mal alleine die Idee. Das war ja auch so die Idee, ob das jetzt Spinnereien sind, Visionen sind, ob das Realität ist. Einfach mal so die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, Pro und Contra. Ich denke mal, das ist Thema für heute Abend von Grün. Hans Jürgen hatte sich gemeldet. War da nicht noch irgendeine Wortmeldung? Ja, gerne früher. Also das mit der Pilzen jetzt zuerst an. Wie gesagt, gerne früher. Okay. Wenn die Kindergrund sich
Versicherung ist. Und wie sich das vorstellt. Vielleicht auch kein echtes Kindergrundeinkommen ist oder überhaupt die anderen Vorstellungen einer Kindergrundsicherung auch davon abweichen. Aber die Grundidee ist doch die gleiche. Ich denke mal, dass hier ein breiter gesellschaftlicher Konsens darüber besteht, dass die Kinder nicht in Armut fallen sollen. Und ich glaube, das ist so die Kernidee oder Vision unserer Gesellschaft. Also, was ist das? Wie auch immer das ausgestaltet werden kann, und es gibt dann auch noch Hürden dazu, aber die Grundidee ist da. Und noch ein zweiter Gedanke, ich denke, als Einstieg in ein allgemeines Grundeinkommen wäre es praktikabel, weil es eine überschaubare Größe an Gesellschaftsmitgliedern ist und wie auch immer als Sozialdividende oder negative Einkommensteuer völlig egal, aber gut, das müssen sich einführen. Aber dann darf man ja provokativ zurückfragen im Sinne der Debatte, die wir eben erlebt haben. Wenn das Ziel allgemeines Grundeinkommen nicht geteilt wird, warum dann Kindergrundsicherung? Also das würde ich jetzt einfach mal provokativ fragen. Warum Kindergrundsicherung, wenn es da so einen großen Dissens gibt, worin das der Einstieg ist und wo das hinführt von der Veränderung, die man macht? Also ich will jetzt nicht über Kindergrundsicherung, sondern über Kindergrundsicherungen, Erwachsenensicherungen und Seniorensicherungen reden. Gerne. Ich habe jetzt das Hübsche gelernt, Dissens ist, wenn der andere nicht recht hat. Das gefällt mir gut. Klaus meinte, ich würde zu schwarz malen, wenn ich sage, unsere individuelle soziale Existenz ist von Arbeit abhängig. Die Wirtschaft behandelt die Arbeit so, dass sie uns entweder arbeitslos macht oder möglichst lange und möglichst billig arbeiten lassen will. Das ist die Logik in der Ökonomie, die nur wirtschaftlichen Kriterien folgt, funktioniert. So wie die Weser in die eine Richtung fließt, so fließt das Kapital eben nur in eine Richtung. Und dagegen kann man Gegenströmungen entwickeln. Und das hat Klaus aufgelistet und gesagt, aber wir haben uns doch erfolgreich in vielen Hinsichten gewährt. Wir haben einen Sozialstaat, wir haben zum Teil ganz ordentliche Arbeitsbedingungen, jedenfalls in Mitteleuropa, dass das Kapital dann nach Indien und sonst wohin ausweicht, muss man mitdenken. Die Zeiten, wo man isoliert denken durfte, ist unter Globalisierungsbedingungen, ist, glaube ich, vorbei. Wenn das so ist, wenn wir in unseren, ich sag mal, emanzipatorischen, sozial engagierten Anstrengungen versuchen müssen, diese pure Ökonomisierung zu begrenzen, zu stoppen, dann müssen wir uns überlegen, welches dafür gute Mittel sind. Und was wir erleben, ist auf der einen Seite eine unglaubliche Expansion dieser Ökonomisierung, denken wir nur an die ganzen Finanzspekulationen, und auf der anderen Seite aber eine sehr breite, engagierte Diskussion um Fragen der Nachhaltigkeit, um Fragen der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen, Fragen der sozialen Verantwortung. Beide Stränge finden gleichzeitig statt. Und für mich ist die Frage, wie können wir den zweiten Strang stark machen? Und da ist für mich halt wirklich der attraktive Punkt zu sagen, dieses garantierte Grundeinkommen, das ist eine Schmerzstelle für alle, die sich für Ökonomisierung stark machen. Es ist mir völlig egal, welche operativen, instrumentellen Umsetzungsprobleme es gibt. Es gibt tausend, da stimme ich dem Klaus in fast allen Hinsichten zu. Das ist mir völlig egal, weil dann, wenn wir da rangehen werden, dieses Grundeinkommen umzusetzen, werden wir schon ganz andere Verhältnisse haben.
Dann haben wir nämlich eine Mehrheit dafür. Und das schafft ganz andere Voraussetzungen. Das ist deshalb so eine Schmerzgrenze, weil es mit gründlicher als alle Sozialstaatlichkeit bis jetzt diese Abhängigkeit von Arbeit, von ihrer ökonomischen Bevormundung konterkariert, weil es einen Raum von Freiheit schafft, der sozial abgesichert ist vor diesem ökonomischen Zugriff. Und ja, aber in einem täuscht man sich möglicherweise und täuscht sich unter Umständen auch mein alter Freund Hans Jürgen, wenn er sagt, es ist eine Schmerzstelle, das bedingungslose Grundeinkommen für das Kapital. Es könnte auch eine Luststelle für das Kapital sein, weil das Kapital nämlich darin die Möglichkeit sehen würde, schon ausformuliert durch Dieter Althaus und andere, aus dem bedingungslosen Grundeinkommen Vorteile zu ziehen, weil Leute bereit wären, wegen des bedingungslosen Grundeinkommens, das sie eh haben, für weniger Lohn zu arbeiten. Siehe das Konzept von Fritz Werner, wo das explizit propagiert wird. Ja? Könnte es ein Anlass sein, für das Kapital zu sagen, wir finanzieren das bedingungslose Grundeinkommen ausschließlich durch eine Mehrwertsteuer, was das Kapital nochmal entlasten würde? Ja? Dann gibt es nämlich keine Einkommensteuer mehr, sondern nur noch Mehrwertsteuer, die auf die Preise abgewälzt wird, die Bürger zahlen und eben nicht die Unternehmen. Und es könnte das Kapital veranlassen zu sagen, weil alle dieses Einkommen bedingungslos bekommen, warum brauchen wir dann den Sozialstaat, der uns, also die Kapitalisten, ohnehin schon lange stört, einengt und so weiter. Das ist die Doppeldeutigkeit, die automatisch im Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens enthalten ist. Ja, das kann man nicht wegdiskutieren. Und niemand kann sagen, zu welcher Seite das historische, politische, gesellschaftliche Pendel dann ausschlägt. Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, Leute, hütet euch davor, packt lieber andere Sachen an, die vielversprechender und durchsetzbar sind. Zwei Sätze von Hans-Jürgen und Ronald. Über diese Doppeldeutigkeit des Grundeinkommens habe ich ja heute bereits gesprochen, aber natürlich auch das, was dazu gesagt. Lass mich falsch verstehen. Achso, zwei Sätze. Entschuldigung. Dieses Risiko liegt im Konzept des Grundeinkommens. Was hat die Wirtschaft aus dem Sozialstaat gemacht? Wieso tust du so, als sei der Sozialstaat von der Wirtschaft mit sehr viel mehr instrumentalisiert worden, als alles, was wir ansonsten für soziale Abwehr, für sozialen Schutz installiert haben. Diese Wirtschaft wäre längst zusammengebrochen, wenn es nicht den Sozialstaat gäbe und die ökonomischen Einnahmen, die daraus resultieren. Das ist kein Argument, dass die Dinge zwei Seiten haben. Und wen habe ich übersehen? Das ist auch faktisch das Vorwort. Ich hatte heute darauf hingewiesen, dass jegliches Konzept je nach Kräfteverhältnissen anders in ganz andere Richtung betrieben werden kann. Und es wundert mich jetzt ehrlich, dass du das nicht siehst. Ich nehme mich trotzdem. Ist doch real, dass ein Sozialstaat ganz klassisch im bürgerlichen kapitalistischen Sinne genutzt werden kann. Das heißt, wenn man sagt, ich will Sozialstaat, kann er sowohl progressiv sein und er kann stockreaktionär sein. Hartz IV oder Arbeitslosenversicherung mit den entsprechenden Sperrzeiten, wenn man eine bestimmte Tätigkeit nicht annimmt, ist ganz klassisch im Sinne des Kapitals. Ein Sozialstaat aber, wo ich sage, nein, dort muss ich mich nicht verwerten lassen, hat doch wohl öffentlich eine andere Funktion. Da sind wir so einig. Okay? Und so ist das bei vielen Dingen im Leben. Und deswegen ist es in Wirklichkeit kein Argument. Das ist das Wort zum Sonntag. Es ist ich kann mir nicht helfen. Oder es ist zu.
Ich kann Rauschgifte zu mir nehmen, die können ab einer bestimmten Dosis in die falsche Richtung gehen. Das wissen wir doch alle. Das ist aber für mich kein Argument zu sagen, wir reden über dieses Rauschgift und gucken, was eine sinnvolle Anwendung ist und achten darauf, dass bei einer Entwicklung solcher Konzepte durch diese Konzepte Kräfteverhältnisse, und über die reden wir ja faktisch, verändert werden. Das ist doch der entscheidende Punkt. Nicht das Konzept an sich, sondern die Kräfteverhältnisse, die mit dem Konzept arbeiten, sind der entscheidende Punkt. Und schon die Infragestellung durch das Grundeinkommen, dass ein Mensch sich eben nicht vom Kapital erstmal per se verwerten lassen muss, um zu seiner Existenzsicherung zu kommen, ist doch vom Prinzip, wenn man es genau überlegt, eine radikale Kampfansage an das bestehende kapitalistische ökonomische System. Danke. Ben. Eigentlich ist es mir schon vorweggenommen. Sie haben ja erst auch gesagt, in Erwiderung mit wie schlimm Hartz IV ist und was das eigentlich gemacht hat, wie es jetzt schon ist. Ich wollte noch auf eine andere Begrifflichkeit, die Sie gesagt haben, mit man verwirklicht sich in der Arbeit. Das haben Sie so auf Arbeit bezogen, aber das kann ja ganz verschieden sein, auf was man sich verwirklicht. Und dann würde man ja auch unterstellen, dass ein Kind sich nicht verwirklichen kann. Ein Kind kann ja auch spielen und kann spielerisch auch was lernen. Bei Ihrer Position vermisse ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, sich vielleicht so eingerichtet haben in der Arbeitswelt mit den herkömmlichen Definitionen. Und was ich aber nicht so richtig verstehe, als Gewerkschaftler muss man doch eigentlich die aktuelle Lage verstehen, dass viele Berufe zum Beispiel, ich auch, sozialpädagogisch gar keine Stelle bekommen und wir müssen Bewerbung schreiben bis zum nächsten mehr. Und ich mache ja viel Sinnvolles. Wenn ich hier bin, mache ich was Sinnvolles. Ich helfe ja Leuten auch. Wenn man jetzt beim Arbeitsamt Leuten hilft, um Leute zu schützen vor denen, die Geld verdienen im Arbeitsamt, als Beistand schütze ich Leute und tue eine Arbeit, das ist ja auch eigentlich Sozialarbeit. Berufsethisch, ich helfe anderen, dass sie nicht noch mehr verarscht werden vom Arbeitsamt. Krieg aber kein Geld, weil ich in Hartz IV bin. Das ist doch auch eine Fragestellung. Was würde denn da jetzt der Gewerkschafter sagen? Was gibt es denn jetzt? Und da ist doch das Grundeinkommen jetzt was Gewaltigeres, reformerisch. Ich sage jetzt mal, die gewaltige Reform, die gar nicht abgesprochen wurde mit dem kleinen Volk, war Hartz IV, gab es richtig den Hammer drauf. Den Hammer auf den Sozialstaat. Da wurde jetzt unfrisiert den aktivierenden Sozialstaat. Das sind so schöne künstliche Formulierungen. So, aber was macht man denn jetzt für eine Reform? Dann macht man eine Armutskonferenz und dann fliegt man ein bisschen rum, da müssen wir das Kindergeld ein bisschen erhöhen, da machen wir ehrenamtlich. Das ist doch alles Flickschusterei. Und jetzt kommt der Hammer. Sie wollen Revolution. Okay. Nein, nicht Revolution, ich will Reformen. Revolution ist ja mit Gewalt. So, und jetzt kommt die Gegen. Jetzt könnte jetzt eine Gegenreform kommen und die haut natürlich wieder denen, die sich schön eingerichtet haben und sagen, diese Gesellschaft ist wunderbar für gewisse Leute, die wollen das nicht loslassen. Für die geht es jetzt plötzlich wieder den Hammer des Grundeinkommens und das wollen die sich nicht nehmen lassen. Aber da müsste doch ein Gewerkschafter sagen, ich muss doch die Machtverhältnisse verstehen, für wen arbeite ich? Will ich jetzt kleine Flitschusterei machen oder will ich mal welche Reformen machen? Also, ich bin Ökonom, kein Gewerkschafter. Ach so, Und vielleicht bin ich deswegen etwas nüchtern veranlagt, das mag sein. Ja? Bei mir, in meiner Profession, haben Zahlen große Bedeutung. Und deswegen argumentiere ich gerne mit Zahlen. In Ihrem Fall würde ich Frau Merkel sagen, hören Sie endlich auf mit der Sparpolitik, die nicht nur Griechenland und Spanien schädigt, sondern auch uns, ja, weil wir nämlich zu wenig Binnennachfrage haben und zu wenig Arbeitsplätze, dann würde vielleicht auch Ihnen und anderen, die keine Arbeit haben, geholfen. Das kostet Frau Merkel aber nicht 800 Milliarden und nicht 500 Milliarden. Über solche Zahlen würde Frau Merkel sowieso nie nachdenken, weil, ja,
Die gesamten Steuereinnahmen in Deutschland sind 620 Milliarden. Die würde nachdenken über 10 Milliarden oder 20 Milliarden oder 30 Milliarden, wenn die SPD ihr Feuer unterm Hintern machen würde. Oder wenn die Banken. Oder, ja, bisher haben es die Banken gemacht, aber das Geld ist ja nicht in den Kreislauf geflossen, es wird von den Banken gehortet. Insofern müsste man da Frau Merkel auch kritisieren. Sie hat bisher eine falsche Politik gemacht und für die richtige Politik gäbe es Antworten. Und zwar ganz naheliegende Antworten, ganz praktische Antworten, ja, die wären auch vermittelbar in der Öffentlichkeit, siehe Frankreich, siehe Spanien, siehe Sigmar Gabriel, der neulich sogar kleine Hinweise in diese Richtung gegeben hat. Ja, da würde ich ansetzen. Nun kommen Sie und mit Flickschusterei. Ja, mein Gott, lieber Mann, wenn das Flickschusterei ist, ja. Ja, aber das Wichtige, was Sie auch herausgestellt haben, jetzt in Ihrem Antwort, vorher aber gesagt hat, mir geht es hauptsächlich um Zahlen. Da müssen Sie doch sagen, Ihnen geht es jetzt auch um Personen. Zahlen bewegen die Welt. Ja? Ja, Zahlen sind Einkommen. Einkommen sind Existenzen. Sie können doch so eine Debatte nicht ohne Zahlen führen. Weiß ich ja. Na also. Aber die Person muss trotzdem die Ethik im Mittelpunkt stellen und dann kommen die Zahlen. Ja, ja, da haben Sie keine Schwierigkeiten. Wir machen einfach mal ein paar Wortmeldungen hintereinander, ja, wenn es recht ist. Der Kollege. Und dann kann ich vielleicht auch an ihm anknüpfen. Zahlen bewegen die Welt. Das mag, ich sag mal, nicht falsch sein, aber Menschen bewegen auch die Welt. Und hinter den Zahlen stehen die Menschen. Erstmal. Und in dem Zusammenhang möchte ich an diesen Punkt nochmal anknüpfen, dass die Idee oder die Umsetzung des Grundeinkommens sozusagen nach hinten losgehen kann. Wird. Aus meiner Sicht wird. Ja, aus meiner Sicht, das ist wahrscheinlich, deutet sich schon an, eher nicht. Ich möchte das nochmal in Erinnerung rufen, was sowohl Ronald als auch Hans-Jürgen, glaube ich, beide gesagt haben. Dass nämlich die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens einen gesellschaftlichen, kulturellen Bruch, glaube ich, so hat es genannt, ne, darstellen würde. Und dieser gesellschaftlich-kulturelle Bruch, einerseits stellt das Grundeinkommen diesen Bruch dar, andererseits setzt ein solcher Bruch, denke ich, auch das Grundeinkommen voraus. Also das ist untrennbar ineinander verzahnt. Und wenn das so ist, dann glaube ich allerdings, das ist eine Utopie. Meinetwegen, ich rede lieber von Utopien als von Visionen, aus diesem Grunde des Schmidtschen Wortes da vorhin. Visionen sind verwirklichbar, Utopien nicht. Wer sagt das denn? Ja, das ist quasi Dimension, Utopia. Da gibt es doch Unterschiede. Na gut, ja, okay, das war vielleicht der zentrale Gedanke. Ich muss einfach meine Faden wiederfinden. Ich denke, dass also ein solcher kulturell gesellschaftlicher Bruch sozusagen die Möglichkeit, dass das Grundeinkommen nach hinten losgeht, verhindert. Oder ich hoffe, ich habe mich verstanden, kann mich verständlich ausdrücken. Ich glaube, dass dann also einfach in der Gesellschaft oder gesellschaftlich anders gedacht wird, von hoffentlich einer Mehrheit auch, die dann sagt, gesellschaftliches Grundeinkommen ja, und zwar so, wie das wir formulieren wollen. Danke. Bitte sehr. Also ich finde das toll, wenn wir die Möglichkeit hätten, das auszuprobieren, weil Pro und Contra jetzt so gegeneinander zu stellen und zu sagen, ich weiß genau, was passiert, wenn das und das jetzt läuft, da bin ich mir ganz unsicher. Ich habe selbst noch keine richtige feste Meinung zu diesem Thema. Aber ich denke, dieses Argument, dass wenn dann ein bedingungsloses Grundeinkommen existiert, dass dann das Kapital beigeht und sagt, jetzt will ich aber weniger Lohn zahlen für dich, weil du hast ja schon dein Einkommen. Dann hat aber jeder die Möglichkeit zu sagen, ja, dann arbeite ich aber nicht für dich, wenn du mir nur so wenig Lohn gibst. Ich will schon ein bisschen mehr Lohn haben, zusätzlich zu meinem.
Grundeinkommen, weil ich nämlich denke, dass so etwas das Selbstbewusstsein gerade in solchen Situationen stärken würde. Denn heute gibt es ganz, ganz viel Angst, die dazu führt, dass Lohndrückerei überall gang und gäbe ist. Das finde ich ist unbenommen, das ist ganz einfach so. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, dass mir jetzt, ich bin leider zu spät gekommen, weil ich nicht früher konnte, was mir unklar ist, wieso es eigentlich nicht möglich sein soll, wenn man Milliarden für Bankenrettung ausgibt und ausschüttet, es nicht möglich sein soll, ein Grundeinkommen zu finanzieren. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Über Mehrwertsteuer, dieses Konzept finde ich nicht gut. Ich würde eher davon ausgehen, dass eine Umverteilung von Reichtum stattfinden muss. Es ist in den letzten 20, 30 Jahren da oben so viel angehäuft worden. Da muss man sich doch fragen, wieso eigentlich? Wer ist denn eigentlich faul hier? Sind die so fleißig, dass sie so viel verdient haben da oben? Ich gehe eher davon aus, dass es die Faulen sind, die da oben sind, weil die nämlich das Geld von denen nehmen, die arbeiten. Ja? Und dass da was passiert, das finde ich auch. Ja, das wäre für mich eine Voraussetzung dafür, dass man so ein Grundeinkommen finanzieren kann. Danke sehr. Katharina Krieger. Ja, hallo. Wirklich mal nochmal hallo. Ich bin am Anfang ja hier nur quasi eingestiegen und muss mich outen, obwohl GEW, dass dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen bei mir im Gesamt völlig diffuses war. Ich fand das natürlich irgendwie total gut, aber dann keinerlei Idee. Bis hin dazu, dass ich zu der von der GEW unterstützten Kindergrundsicherung völlig anders ausgegangen bin. Ich habe das zum Beispiel gedacht, es wäre bedingungslos. Also so weit schon mal. Da möchte ich auf jeden Fall schon mal danken, dass ich mich auf jeden Fall deutlich klüger fühle jetzt. Würde aber gerne noch mal ein bisschen zurückspulen, weil was hier auch in Bezug auf Utopie oder wie auch immer, ich würde mich selber als eine Fantastin bezeichnen. Das ist auch genau das, was in so einer Debatte extrem wichtig ist. Und das ist natürlich leider, Doktor, jetzt ein bisschen schwierig, weil sobald man mit Zahlen kommt, hat man diese Totschlagargumente. Und das jetzt als GEW-Gewerkschaftlerin, auch gerade gar nicht, dass wir es vorrangig mit Menschen zu tun haben, die nur wirklich ganz, ganz wenig Geld zur Verfügung haben. Und trotzdem passiert bei den Menschen genau das Gleiche. Die arbeiten für immer, 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 arbeiten immer verdichteter und melden sich überhaupt nicht zu Wort. Und da bin ich nämlich eben so ein bisschen skeptisch. Wenn sie jetzt ein Grundeinkommen hätten, ob sie deswegen sich zu anderen und selbstbewussten und emanzipatorisch vorreiterigen Menschen entwickelten, weiß ich nicht. Aber die Debatten, die wir jetzt haben, vielleicht dadurch, das schon eher. Und daran glaube ich wirklich. Das, wenn ich mich nämlich zum Beispiel jetzt hier mal zurücklehne und sage, gerade in so einem DGB-Gebäude, ich definiere mal Arbeit anders. Oder das, was am Anfang kam, der Unterschied, der mir, weiß ich nicht genau warum, sofort klar war, was du meintest. Tätigkeit und Arbeit. Und das sind zum Beispiel Debatten, die werden immer nur sehr, sehr eng geführt. Das sage ich ganz selbstkritisch auch innerhalb der Gewerkschaften. Immer sehr, sehr eng geführt, weil wir auch irgendwie auf unseren Fründen sitzen und sagen, oh Gott, tarifiert und alles Mögliche, wir haben es doch erkannt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das kann ich jetzt noch nicht mal als GEW sagen, aber wo haben wir denn die Massen hinter uns, die ne, irgendwie die großen Lohnsteigerungen erkämpfen? Also insofern wirklich über Arbeit anders zu reden, über Entlohnung anders zu reden, das finde ich dann immer sehr, sehr schade, wenn es dann sozusagen von Zahlen kaputt gehauen wird. Weil natürlich hast du völlig recht, es sind irgendwie so zu viele Milliarden, das ist eine Summe, die was ich, ist völlig jenseitig meines Verständnisses. Ich habe davon völlig irre. Aber darüber zu debattieren und auch langsam in diese Gesellschaft so etwas einzubringen, ja, es ist völlig in Ordnung. Du bist hier, du lebst hier in dieser Gesellschaft, du hast keine Ahnung, was für Dinge hier zu bieten, aber du bekommst diese Grundsicherung. Und allein die Debatten, das kommt, Frage und wieso oder für was denn, die finde ich spannend. Und das ist so, glaube ich, so ein steter Tropfen höhlt den Stein, warum wir auch in der Tat, ob wir jetzt noch von Sozialstaat reden oder wir das sehr intellektuell diskutieren. Aber das fand ich, und zwar, Entschuldigung, überraschenderweise sehr spannend heute Nachmittag, dass wir immer wieder diese Ausflüge gemacht haben zu diesem, und zwar eben Fantast zu sein. Ich würde das gerne viel, viel mehr noch herleiten und durchspielen, was das bedeutet, wie wichtig wirklich Erwerbstätigkeit, Tätigkeit, Arbeit für Menschen ist. Das würde ich gerne fortsetzen in den nächsten Jahren, bis es das Grundeinkommen gibt oder nicht. In dem Moment jetzt ist mir gerade sogar nicht egal. Und danke einfach für diese bis jetzt schon sehr spannende Debatte. Vielen Dank. Danke. Hatten Sie sich gemeldet? Der Kollege Plan. Bitte. Ja. Was ist das? Mach du es ruhig. Also, ich glaube,
um das bedingungslose Grundeinkommen einführen zu können, muss noch ein sehr viel größeres und breiteres Diskussionsforum entstehen. Und es muss also sozusagen in der Bevölkerung überhaupt darüber richtig diskutiert werden. Das fehlt meiner Ansicht nach noch. Und da müssen wir uns alle an die eigene Brust fassen und versuchen also das, sage ich mal, ja, am Stammtisch und im Verwandtenkreis und so weiter als Thema auch mal zu machen, damit da überhaupt die Leute mal ein bisschen wach werden. Und ich glaube, man könnte eine gewisse Parallele ziehen zu der Diskussion über den Mindestlohn. Der Mindestlohn wurde auch gesagt, also erstmal ist es schon jahrelang jetzt im Gespräch und es wurde gesagt, es kostet Arbeitsplätze, und gewisse Leute müssen doch ausgenommen werden. Und es ist jetzt doch eingeführt worden. Trotz allem mit dem ganzen Flickenteppich, der dabei ist, den ich kritisiere, ganz klar. Aber dass das grundsätzlich eingeführt worden ist, ich glaube, das ist ein großer Schritt. Und nur so kann ich mir vorstellen, geht es auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen eines Tages, dass man da das dann irgendwie einführt mit vielen Ausnahmen und so weiter und dann langsam diese Ausnahmen eben auch ausfüllt. Ja, es wird immer so nonchalant gesagt, das ist nicht finanzierbar. Also der Sozialethiker Oswald Bräuninger hat damals in den 60er Jahren schon gesagt, alles was man in Güter und Dienstleistungen produzieren kann, was produzierbar ist, ist auch finanzierbar. Und das wird. Er war Theologe, kein Ökonom. Ja, eine Wortmeldung hätte bestimmt noch Platz. Habe ich noch jemanden? Nee, das ich mal sehen. Die Kollegin da hinten. Bitte. Es gibt ja auch Modelle, die das Grundeinkommen durchaus schon real politisch durchdacht haben. Und es mit nur gewerkschaftlichen Forderungen verbinden, also zusammenlegen. Die da wären einmal Arbeitszeitverkürzung, eine radikale Maßnahme, Verteilung dann entsprechend, und eben der Mindestlohn, der ja schon angesprochen wurde. Wobei der Mindestlohn gesagt werden muss, dass der natürlich dann auch so hoch sein muss, dass eben eine Erpressbarkeit auf dem Erwerbsarbeitsmarkt nicht möglich ist. Das wären die Grundbedingungen dazu. Aber ja, all diese Stellschrauben sind zusammenzudenken und auch einzuführen. Danke sehr. Hartwig, als eine der Mitorganisatoren zusammen mit Katharina Krieger von Seiten der GEW, möchtest du auch noch was sagen? Nein. Sehr ungewöhnlich für die GEW. Was Technisches, natürlich nur Technisches. Ich habe ja heute nur. Ich mache hier noch eine Abschlussrunde vorher, aber bitte, das ist ein guter Moment dafür. Also, es gibt ja verschiedene Gruppen in Bremen, das wollte ich schon sagen. Es gibt verschiedene Gruppen, die sich mit dem Grundeinkommen beschäftigen. Eine Gruppe ist die ATTAC-Gruppe, genug für alle, die sich einmal im Monat trifft. Und eine andere Gruppe ist eine Initiative in der Bremischen Evangelischen Kirche, die seit ungefähr anderthalb Jahren aktiv ist. Und wir, also Michael Beermann im grünen Hemd, schickt regelmäßig zu den Einladungen dieses Treffens einmal im Monat, jetzt am kommenden Freitag wieder im Forum Kirche Halle Allee, Informationen heraus. Also nicht nur die Tagesordnung, sondern der Austausch von Informationen zur Grundeinkommenswoche oder zu dieser Veranstaltung, was jetzt gerade nicht, das war schlechtes, Entschuldigung, war schlechtes Beispiel, aber im Prinzip. Zu der Auseinandersetzung innerhalb der evangelischen Kirche, dass dort nicht nur die Barmherzigkeit eine Rolle spielt, die Tafelbewegung unterstützt wird und wir tun ja was für die Armen, sondern eben dieses Strukturelle auch, dass darauf Wert gelegt wird. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt eine Liste eben, Michael bat mich, diese Liste jetzt, oder Sie können sich, oder ihr, Sie können sich eintragen, wenn Sie auf diese Infoliste wollen. Das heißt nicht unbedingt, dass Sie nun an dem Freitag auch kommen müssen oder so. Das kann man dann immer mal abhängig machen, welche Themen draufstehen. Aber auf alle Fälle, wenn Sie informiert werden wollen, diese Liste gebe ich jetzt rum. Im Moment sind etwa 140 Leute, glaube ich, drauf. Also es ist schon ein sehr großer Kreis, der da dann regelmäßig informiert wird. Wir informieren vor allen Dingen auch über den Vereinssatz, wo man sich schlau machen kann. Das war einfach so gut. Sehr schöner technischer Einwurf. Das ist immer die letzte Frage, die man nicht hat.
Wie geht's also weiter? Die große Bitte ist, wie das immer bei E-Mail-Adressen ist, wenn die per Hand aufgeschrieben werden, geben die 50% nicht weiter, weil man sie nicht lesen kann. Wenn man selbst verglaubt, man liest es ganz prima, aber die anderen können es nicht lesen. Hier steht auch leserlich, bitte wirklich. Das ist in der Tat schwierig, aber es wirklich bitte leserlich machen, wenn man es wirklich will. Und sonst überwachen. Ich würde uns nochmal darauf aufmerksam machen, dass das Grundeinkommen ja schon versucht worden ist, so wie ich weiß, in Namibia in einem Projekt und Brasilien. Von beiden hatte ich mal, Brasilien habe ich glaube ich in Villa-Lichon mal gehört, letztes oder vorletztes Jahr, und Namibia unter kirchlichen Vorzeichen Stefani-Kirche mal. Und die wurden, diese Erfahrungen wurden ja auch reflektiert in den Broschüren und Büchern. Also nicht irgendwas, was ganz bei Null startet, gewisse Vorerfahrungen sind ja auch schon da. Und Gegner waren ja auch in Namibia da, das bringt ja gar nichts. Deswegen ist das Ergebnis auch sehr umstritten. Brasilien und die Türkei. Vielleicht Namibia, der Hinweis, es gibt da eine wissenschaftliche Auswertung, die haben wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung auch zum Download bereit. Ich glaube, gedruckt nicht mehr, aber kann man sich auf unserer Website www.rosalux.de mit ein bisschen suchen, Namibia Grundeinkommen draußen, wenn man das da ein bisschen lesen möchte. Jetzt wirklich ein Satz. Ein Satz nur dazu, weil diese emanzipatorischen Elemente, die Sie hier damit vorhin angefragt haben, was passiert eigentlich, wenn man Grundeinkommen hat? Das kann man da sehr schön diskutieren. Das funktioniert ganz toll. Sicherlich auf einem ganz anderen Niveau. Aber genau das, was eben auch nicht ökonomisch abhängig ist, funktioniert. Das kann man sehen. Dass Menschen, zum Beispiel Frauen, sich nicht mehr prostituieren müssen bei den Grundbesitzern. Also vielleicht darf ich als Moderation eine kurze Bemerkung machen. Wir kommen jetzt einfach zum Abschluss. War zwischendurch ein bisschen angelegt, das sollte ja auch sein, auch wenn da so kleine Spitzen drin waren. Aber was ich sehr interessant fand, ist, dass sozusagen beide AGs parallel im Prinzip auf dieser Achse Arbeitsbegriff offensichtlich zentral nachgedacht haben. Und die Frage, so wirklich das nur ist, einschätzen, welche Schlussfolgerungen daraus sieht, von welchem Punkt man in die Debatte reingeht, das ist dann eine unpolitische Frage mit der politischen Vorgehensweise. Und da sind natürlich auch Unterschiede einfach da. Da die Linke und andere politische Spektren haben da lange Streitereien über welchem Verhältnis Reform, Revolution, was sind die Ansatzpunkte, wo was gerade geht oder nicht. Von daher ist es auch vielleicht aushaltbar, dass da gewisse Gegensätze zutage treten. Ich würde als eine der Fragen hier für die Abschlussrunde gerne antworten auf verschiedene Sachen, die hier nochmal gesagt wurden, aber vielleicht auch ein, zwei Gedanken zur Frage, wie geht es weiter? Wie geht es weiter für die GEW oder was ist das unmittelbare, naheliegende für die Anliegen, die genannt wurden? Ob nun das Ziel Grundeinkommen gesetzt ist oder nicht, ist ja natürlich offen. Wir fangen jetzt umgekehrt Reihenfolge an. Ronald Blaschke, bitte. Also derjenige, der viel auch mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern zu tun hat, war für mich das Stichwort Mindestlohnfonds zu einem Gutes. Ich kann mich erinnern, aus meiner Zeit, als ich in der Erwerbslosenbewegung tätig war, saßen wir auch in Gewerkschaftsinitiativen zusammen und diskutierten, warum denn eigentlich die Genital den Mindestlohn ablehnt. Das war ja damals so. Ne? Die im prekären Bereich zuständig NGG und damals ÖTV und so weiter waren da sehr offen, weil sie genau wussten, wir stehen mit dem Rücken an der Wand, wir brauchen einen Staat, der uns gesetzlich den Asyl garantiert. Die Genital hat es begründet, warum sie dagegen ist. Weil sie haben befürchtet, dass ich die Parallele auch zur Argumentation von Klaus jetzt sozusagen in Richtung, das geht um die Hosen. Wir haben damals gesagt, weil dann unsere guten Facharbeiterlöhne und Genital nach unten gedrückt werden können. Weil es gibt ja dann einen Mindestlohn, da kann sich ja der Arbeitgeber darauf zurückziehen, sondern setzen wir dich auch auf den Mindestlohn runter. Und Gott sei Dank, und das ist jetzt meine Richtung, meine Bitte in Richtung der Gewerkschaften, durch solche Debatten darf man sich eben solche Konzepte eben nicht kaputt machen lassen. Sondern es hat sich ja dann bewahrheitet, dass die IG Metall gesagt hat, ihr habt recht, das ist bitter nötig und unsere Argumentation wird nicht stimmen. Und die stimmt ja auch nicht. Und das ist meine Bitte auch so in die Gewerkschaftskreise, nein, also so bestimmte Argumente, die immer wieder kommen, einfach zu hinterfragen, ob die stimmig sind. Ich habe heute ganz bewusst mich pragmatisch gehalten. Wer mich kennt, wird auch wissen, ich kann auch sehr philosophisch über das ganze Thema Grundeinkommen reden. Das war heute nicht mein Part. Und vielleicht zum Abschluss nur eine Philosophie einer Religion, der ich nah und fern zugleich stehe, die einfach sagt,
Würde und Wert des Menschen ist unabhängig von seiner Leistung. Das ist die Rechtfertigungslehre der evangelischen Kirche. Der ist zugleich nah wie Fernsteher aus verschiedensten Gründen. Und da spielt das Thema Arbeit noch gar keine Rolle. Da wird angeschaut, du bist Mensch. Du stehst hier in dieser Welt. Und wer hat das Recht, dir per Existenznot vorzuschreiben, was du zu tun hast und wie du zu tun hast? Und das ist eine ganz andere Dimension, eine philosophische Dimension, die man bei dem Thema Grundeinkommen als Menschenrecht immer mitdenken muss. Wer existenziell erpressbar ist, ist in seiner Würde per se verletzt. Und das war die marxische Kritik am Kapitalismus übrigens auch. Mit der entfremdeten Arbeit und der Lohnarbeit. Du musst dich verkaufen, ansonsten bist du nichts. Das ist meine Botschaft, diese Ebene auch nochmal in Diskussion einzubringen und mit dem weiten Arbeitsbegriff. Und da kommen wir wirklich ein Stück weiter. Danke. Also ich weiß nicht, ob die Argumente der Arbeitsloseninitiative, der IG Metall überzeugt haben, oder die Argumente aus dem BSI oder aus meinen Veröffentlichungen, wie gesagt, bei der ersten widerlegsätzlichen Mindestlohn im gewerkschaftlichen Bereich propagiert hat. Und wir haben genau diese Befürchtungen der IG Metall widerlegen können anhand von Beispielen aus anderen Ländern, was mich veranlasst zu sagen, dass Vision, in diesem Fall ein gerechter Lohn oder zumindest ein existenzsichernder Lohn und Zahlen kein Widerspruch sind, sondern zusammengehen müssen, wenn man was verändern will. Das war nicht nur beim Mindestlohn so. Am Anfang einer bunt gewordenen Bewegung stand auch ein Buch über die soziale Lage, über die Lage der Arbeiterklasse in England, wo es um viele Zahlen ging, ja, um Kinderarmut, Sterblichkeit und so weiter und so weiter. Und diese Zahlen waren eben so erschreckend, dass man die Vision einer besseren Gesellschaft entwickelt hat. Also es ist überhaupt kein Widerspruch, Vision und Zahl. Nur wenn man die Vision umsetzen will, kommt man an Zahlen nicht vorbei. Ja, Zahlen sind nur Köpfe, die ein Unglück oder eine ungerechte Situation betrifft, was man abstellen will, sondern da geht es auch um Finanzmittel, die man bewegen muss. Ja. Deswegen kann ich nur noch mal sagen, ich wünsche mir, dass die Debatte, zu welchem Ende sie auch kommen wird, etwas nüchterner wird, nicht vom Ergebnis her gedacht wird, also Ihre Argumente in allen Ehren, aber Sie haben vom Ergebnis her debattiert, Sie haben das bedingungslose Grundeinkommen vorausgesetzt und dann gesagt, wird sich vieles ändern. Ja, mag ja sein, aber Sie müssen das bedingungslose Grundeinkommen erstmal durchsetzen. Ja, Sie müssen erstmal dahin kommen. Ja, das Ergebnis kriegen Sie nicht per Wunschdenken. Ja, das sage ich ja gerade. Das sage ich ja gerade. Sie müssen auch mit Zahlen, Argumenten die Mehrheiten dafür schaffen. Für dieses wie für andere Konzepte, dann kann man das bewegen. Insofern vielleicht zum Schluss aus meiner Sicht ein bisschen eine persönliche Bemerkung. Vision und praktische Politik sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja. Herzlichen Dank, Herr Schäfer. Herzlichen Dank. Wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich, hat Bertolt Brecht geschrieben. Die sozialen Ungleichheiten dieser Gesellschaft sind die eine Seite. Die andere Seite ist, und ich mache den Horizont noch mal weit auf, dass Arbeit für die moderne Gesellschaft schon ein ganz, ganz wichtiger, auch emanzipatorischer Faktor ist. Wir werden über Familie und Arbeit in diese Gesellschaft integriert und wir sind dank Arbeit und durch Arbeit eigenständige, aktive Mitglieder dieser Gesellschaft. Alle anderen Gesellschaften vorher haben Arbeit zum puren Fluch gemacht. Wer gearbeitet hat, hat nicht zu dieser guten, hat nicht zur Gesellschaft gehört sozusagen. Er war noch nicht mal ein Mensch. Sklaven, Frauen, Leibeigene. Also ich bin sehr dafür, die emanzipatorische Kraft
von Arbeit, auch von Erwerbsarbeit, in dieser modernen Gesellschaft nicht zu unterschätzen. Zu sagen, du musst dich verkaufen, ansonsten bist du nichts, ist die eine Seite, ist eine richtige Seite, aber wenn du dich verkaufst, dann bist du was. Das war nicht immer so. Man darf diese emanzipatorische Seite der Arbeit wirklich nicht wegreden. Ich würde daran auch gerne festhalten. Und weil ich daran festhalten will, ist es mir so wichtig, dafür zu sorgen, dass die Arbeit eben nicht dieser Ökonomisierung in dieser brutalen Weise unterworfen wird, wie das heute weitestgehend der Fall ist. Wir haben dagegen alle möglichen Kämpfe geführt. Wir haben viel dagegen getan, insbesondere durch den Sozialstaat, durch die Arbeiterbewegung, durch die Gewerkschaften. Und ich glaube, wir sind heute an einem Punkt, wo wir einfach einen Schritt weitergehen müssen. Wo wir sagen müssen, wir müssen über garantiertes Grundeinkommen die Voraussetzung dafür schaffen, dass die Arbeit ihre Würde in der Tat wieder zurückbekommt. Also danke, dass du die Zeit mit teilgegeben hast. Super in dieser Veranstaltung. Ich darf vielleicht sagen, ich freue mich auf Informationen, wie die GEW das weiter diskutieren wird. Das war ja erst der Beginn der Debatte offensichtlich. Und hoffe, dass wir uns in der einen oder anderen Konstellation dann wiedersehen. Im Herbst, denke ich, wird immer wieder diese Woche des Grundeinkommens wieder überregional stattfindet, auch in Bremen wieder stattfinden, jedes Mal in den letzten Jahren, sodass da verschiedene Möglichkeiten sind, nochmal ins Gespräch zu kommen. Ansonsten darf ich vielleicht als Rosa-Luxemburg-Stiftung auf unsere morgige Veranstaltung hinweisen. Da haben wir jemanden, der aktuell über Ägypten berichtet, nach den Wahlen, sozusagen die Restauration der alten Ordnung, die da gerade stattfindet. Herzlichen Dank und einen schönen Abend.